Liebe Freunde der Naturkunde, vor kurzem habe ich schon ein Video über Nährstoffe und Covid gemacht. Und zwar ging es da um Omega-3 und Vitamin D. Und das ist sehr gut angenommen worden. Vor einem Jahr habe ich schon ein etwas längeres Video verfasst, wo es um noch viel mehr Nährstoffe ging und auch wie diese bei Virusinfekten wirken. Wer will, kann sich das gerne nochmal anschauen. Ist unten verlinkt und auch in der Infokarte zu sehen. Warum mache ich jetzt schon wieder ein Video? Ich bin gebeten worden, doch mal eine Kurzfassung des vor einem Jahr veröffentlichten Videos zu machen. Dieser Bitte möchte ich hier nachkommen. Der zweite Grund ist aber viel dramatischer. Wir schreiben jetzt Mitte November und die Intensivstationen laufen gerade wieder voll. In Österreich ist der Lockdown für Ungeimpfte eingetreten. Schweiz und Deutschland überlegen sich auch viel härtere Maßnahmen. Und immer noch nicht wird über das Immunsystem gesprochen, was wir denn selber tun könnten. Und wir können so viel tun. Und immer noch werden die Nährstoffe wie Vitamin D, Omega-3, Zink völlig aus der Diskussion rausgehalten. Das geht nicht, weil das könnte Menschenleben retten. Wem diese Einführung reicht und gleich zu den Nährstoffen kommen möchte, der möchte bitte direkt auf das Schlusskapitel gehen. Für die anderen, die noch ein paar Minuten mehr Zeit haben, möchte ich gern einen kleinen Ritt durch die Welt der Nährstoffe und das Immunsystem unternehmen. Ich beginne also die Präsentation. Und da geht es schon gleich mit der ersten Folie zum Thema Vitamin D los. Nämlich, wie ist denn die Versorgungslage mit Vitamin D bei uns überhaupt? Und das hat das Robert-Koch-Institut vor einigen Jahren erforscht, dankenswerterweise. Es wurden nur leider keine Konsequenzen daraus gezogen. Also, die haben festgestellt, dass etwa 30% der Erwachsenen in einem Spiegelbereich beim Vitamin D unter 30 Nanomol pro Liter liegen. Und das ist nun einfach unterirdisch. 2/3 der Erwachsenen liegen unter 50 Nanomol pro Liter. 50 Nanomol pro Liter ist die untere Normgrenze der meisten Labore. Und viele Vitamin D-Protagonisten, wie ich auch, fordern eigentlich Werte von 100 bis 150 Nanomol pro Liter. In meinem Vitamin D-Omega-3-Video, ich werde es auch gleich hier oben verlinken mit der Infokarte und unten auch, wird begründet, warum 100 bis 150 Nanomol pro Liter viel besser wären. Aber wir wären ja schon froh, wenn wir überhaupt nur über 50 wären. Nein, 2/3 Erwachsenen sind das nicht. Das ist einfach nur katastrophal. Hier die Quelle dazu. Auch die Quelle wird unten verlinkt. Sie können sich gerne die Originalarbeit anschauen. Es sind 17 Seiten. Wann immer ein solch blauer Link hier im Video erscheint, finden Sie den Link auch unten in der Videobeschreibung. Das Robert-Koch-Institut hat noch mehr gemacht. Die haben auch noch mal saisonale Unterschiede rausgekriegt. Und wir sehen hier, und es geht hier um einen Wert von unter 30 Nanomol, das ist einfach nur grottenschlecht, haben im Sommer noch 10%. Das werden vermutlich überwiegend Altersheimbewohner sein. Im Herbst sind es schon 20% und im Winter sind 50% unter 30. Über 80% liegen unter 50, unter dem Normwert der allermeisten Labore. Wir befinden uns im Moment gerade zwischen Herbst und Winter und die Intensivstationen füllen sich mehr und mehr. Wir brauchen gute Vitamin D-Werte. Und hier auch mal eine Interventionsstudie dazu. Also da hat man Vitamin D, Magnesium und B12 in einer Kombination gegeben. Man hat alle Patienten eines Hospitals, die mit Covid-19 eingeliefert wurden und über 50 Jahre alt war, denen hat man entweder Vitamin D, 1000 Einheiten, eine Dosis, die mir eigentlich da viel, viel zu niedrig wäre, 150 Milligramm Magnesium. Magnesium kann die Vitamin D-Wirkung verstärken. Und noch B12. Okay, habe ich nicht ganz verstanden, warum B12 da noch mitgenommen wurde. Ist für mich nicht einer der wichtigsten Stoffe beim Immunsystem. Verglichen mit Placebo. Dann haben die einfach geschaut, wer von den stationären Patienten muss denn auf die Intensivstation? Und das war in der Gruppe mit den Nährstoffen nur knapp 6%.
Und in der Placebo-Gruppe war es über 30%. Wir wollen doch die Intensivstation leer halten. Das ist unser Ziel. Mit wenigen Nährstoffen könnten wir das erreichen. Das wäre doch das Ziel. Warum wird das nicht getan? Vitamin C wird auch viel zu wenig gegeben. Vitamin C ist das Vitamin, was wir fürs Immunsystem brauchen. Ich halte zwar Zink und Omega-3 und Vitamin D da noch für viel wichtiger, aber wir wollen das hier der Vollständigkeit halber erwähnen. Und wir wissen aus der Grundlagenforschung sehr genau, was das macht. Die Leukozyten, die weißen Blutkörperchen, die Polizisten unseres Blutes werden gefördert. Die natürlichen Killerzellen werden in ihrer Aktivität gestärkt. Und es hat auch direkte antivirale Wirkung. Und das sind nur einige Wirkungen. Wir wollen gar nicht auf alles eingehen. Die Orange am Tag reicht leider nicht aus. Das sind gerade mal circa 100 Milligramm. Das ist so der empfohlene Tagesbedarf, aber keine Menge, die relevanten Einfluss auf unser Immunsystem nehmen würde. Man kann natürlich auch Injektionen oder Infusionen geben. Das haben die Chinesen zu Beginn der Krise gemacht mit sehr, sehr guten Erfolgen. Ich würde mir wünschen, dass unsere Krankenhäuser das auch machen. Aber wir würden vermutlich schon sehr viel erreichen, wenn einfach nur mehrere Gramm oral gegeben würden. Kann auch jeder selber machen. Präventiv oder auch wenn es ihn erwischt hat. Und es ist völlig egal, ob das Influenza ist oder Covid. Ja, hier eine kleine Studie dazu. Es gibt nicht so viele Studien wie etwa zum Zink oder zum Vitamin D, aber immerhin, die fand ich ganz spannend. Da hat man also 168 Versuchspersonen 1 Gramm Vitamin C täglich innerhalb 2 Wintermonate gegeben. Also noch nicht mal eine sehr hohe Menge. Und in der Gruppe mit Vitamin C hatte man etwa ein Viertel weniger Infekte, aber signifikant fast die Hälfte weniger Krankheitstage an der Arbeit. Das finde ich doch schon recht beeindruckend. Ich würde Vitamin C niemals alleine geben, aber in Kombination mit anderen Stoffen könnten sich durchaus synergistische Effekte ergeben. Zink ist für mich das wichtigste Mineral für das Immunsystem. Hier eine ganz alte Studie, aber es gibt mittlerweile Meta-Analysen von Cochrane, die eindeutig sagen, Zink ist präventiv und auch therapeutisch evidenzbasiert. Da gibt es keinen Zweifel mehr am Nutzen von Zink bei Infekten. In dieser Studie hat man gefunden, dass die Erkältungssymptome durchschnittlich von 7,6 auf 4,4 Tage verkürzt wurden. Also das ist doch eine ganze Menge. Hier die entsprechende Grafik dazu. Also es handelt sich dabei nicht um Covid, sondern um einfach banale Erkältungen, banale Virusinfekte. Und wir sehen, die blaue Kurve ist die Zinkkurve und die rote Kurve, das ist die Placebo-Kurve. Und da dauert es auch sehr viel länger, bis die Erkrankungssymptome zurückgehen. Und ich habe jetzt nur mal den Tag 7 herausgepickt, weil es heißt ja immer so schön, eine Erkältung, ein Schnupfen dauert ohne Behandlung 1 Woche und mit Behandlung 7 Tage. Nein, das darf heute als widerlegt gelten. Wir sehen hier, nach 1 Woche hatten also noch etwa 60% der Placebo-Patienten deutliche Krankheitssymptome, aber nur noch 30 in der Zinkgruppe. Na, das ist doch was. Ich würde es präventiv im Winter immer nehmen. Ich nehme es im Moment auch selber regelmäßig. Und in der Akutphase würde ich es sowieso jedem empfehlen. Selen, auch ein sehr unterschätztes Immunmineral. Hier mal eine Übersichtsarbeit, wo eindeutig dargelegt wird, dass virale Infektionen den Nährstoffbedarf erhöhen. Virale Infektionen erhöhen auch den oxidativen Stress. Selen ist in Form des Enzyms Glutathion-Peroxidase eines unserer wichtigsten Antioxidantien. Selen spielt auch eine wichtige Rolle in der Abwehr dieser Oxidationsstoffe. Und, das finde ich ganz spannend, Selenmangel erhöht die Pathogenität verschiedener Viren. Die Viren entwickeln also mehr Pathogenität, mehr Krankheitsaktivität, wenn Selen fehlt. Das ist doch sehr spannend. Und Kombinationen wirken synergistisch. Es gibt leider nur sehr wenig Studien zu Kombinationen. Hier meine Arbeit, wo das Zusammenspielen von Zink, Selen und Vitamin D, also gerade die eben erwähnten Nährstoffe,
wo die hervorgehoben werden im Kampf gegen Covid-19, finde ich sehr, sehr spannend. Omega-3, einer meiner Lieblingsnährstoffe, kann natürlich nicht fehlen. Und hier eine Übersichtsarbeit aus dem Oktober 2020, also jetzt schon ein Jahr her. Und da sagen die Forscher, Omega-3 bessert Stimmungsschwankungen. Ja, ist ja im Moment vielleicht auch gerade ein Thema. Seit anderthalb Jahren befinden wir uns in der Krise und nicht jeder ist mittlerweile bester Stimmung. Hier könnte Omega-3 ausgleichend wirken. Und Omega-3-Fettsäuren, für uns mindestens genauso interessant, verbessert das Immunsystem. Und die Forscher postulieren daher, dass Omega-3 sowohl bei den körperlichen als auch bei den psychischen Beeinträchtigungen durch Covid-19 hilfreich sein könnte. Auch hier eine Studie dazu, die ich auch ganz spannend finde. Da hat man also 100 Patienten, die wegen Covid-19 in ein amerikanisches Krankenhaus eingeliefert wurden, untersucht auf den Omega-3-Index, das ist die Summe der maritimen Fettsäuren EPA und DHA, und hat einfach einen Cut gemacht bei 5,7. Ein Viertel der Patienten hatte einen Omega-3-Index von über 5,7, drei Viertel hatten unter 5,7. Und wie haben die sich unterschieden? Man hat einfach gemessen, wer ist gestorben und wer nicht. Und siehe da, die Sterblichkeit in der Gruppe mit der besseren Versorgung. 5,7 ist etwa auch so der Durchschnitt in der Bevölkerung in Deutschland. Die Hälfte liegt drüber, die Hälfte liegt drunter. Und die Sterblichkeit war in der besseren Gruppe 0,25. Das heißt, drei Viertel weniger, oder umgekehrt, in der Gruppe mit der schlechten Omega-3-Versorgung starben viermal so viel. Omega-3 ist ein Schutz vor Todesfällen bei Omega-3. Warum ist das so? Omega-3 wirkt sehr stark antientzündlich und der kann es den Zytokinsturm. Die Menschen sterben ja meistens nicht an den Viren direkt, sondern an dem durch das eigene Immunsystem ausgelösten Zytokinsturm, und der kann eben durch Omega-3 gemildert werden. Na, das ist doch was. So, jetzt komme ich schon zum Schluss. Was brauchen wir denn nun wirklich? Und ich habe mal so einen Nährstoffcocktail zusammengestellt, den ich für sinnvoll halten würde mit entsprechenden Dosen. Das wären so die Präventivdosen, die ich jedem normalgewichtigen Erwachsenen geben würde. Kinder, Übergewichtige müssen entsprechend die Dosen ein bisschen anpassen. 5000 Einheiten Vitamin D am Tag, das wäre eine vernünftige Dosis. Bitte keine Sorge vor diesen hohen Werten. Das ist nicht gefährlich. Damit gerät niemand in eine Überdosierung. 5000 Einheiten. Das EFSA, das ist die Europäische Lebensmittelsicherheitsagentur, sagt 4000 sind völlig unbedenklich, auch ohne Laborkontrolle. Die 5000 gelten jetzt im Winter, wo wir sowieso durch Sonnenstrahlen kein Vitamin D mehr kriegen. Da kriegen wir keine Überdosierung. Magnesium 150 Milligramm verstärkt die Wirkung von Vitamin D, wirkt selber nicht direkt so stark aufs Immunsystem. Vitamin C, 1,5 Gramm am Tag, wäre eine vernünftige Dosis. Zink 15 Milligramm, Selen ca. 100 Milligramm. Ich habe jetzt hier mal 100 Mikrogramm, Millionstel Gramm. Mehr brauchen wir nicht. Und Omega-3 bei halbwegs normaler Ernährung, dreimal in der Woche Fleisch, einmal in der Woche Fisch, etwa 2 Gramm. Esse ich sehr viel weniger Fisch, sehr viel mehr Fleisch, können es auch mal 3 oder 4 Gramm sein. Aber das wäre so eine Hausnummer. Das wäre so ein Nährstoffprogramm, wo niemand im Winter etwas falsch machen würde und vermutlich viele vor Infektionen geschützt sind. Das sind die Nährstoffe, Vitamin D und Omega-3, die zwingend direkt zum Essen genommen werden müssen. Und zwar zu einem fetthaltigen Essen, sonst werden sie nicht gut aufgenommen. Und diese Nährstoffe, Zink und Selen, müssen streng nüchtern genommen werden, sonst werden sie auch nicht aufgenommen. Am besten eine halbe Stunde vorm Frühstück. Halbe Stunde vorm Mittag oder Abendessen geht genauso, aber der Bauch muss leer sein. Das ist extrem wichtig. Das wäre so mein Akutprogramm. Da würde ich der Einfachheit halber zu Hause ambulant einfach von allem das Doppelte nehmen, wenn man die allerersten Anzeichen eines Infektes bemerkt.
Das kann ein Schnupfen durch ein Adenovirus sein. Das können Halsschmerzen durch Influenza sein. Das können auch Geruchsstörungen durch Corona sein. Egal, würde ich mit der doppelten Menge beginnen. Magnesium habe ich jetzt mal so in Klammern gesetzt. Manche Darmempfindliche könnten da schon Durchfälle kriegen oder zumindest einen dünnen Stuhl. Dann müsste man die Dosis entsprechend halbieren, also mit einer Kapsel weitermachen. Es gibt auch Leute, die vertragen 3 oder 4 ohne jegliche Darmbeschwerden. Muss man einfach ein bisschen aufpassen bei dem Magnesium. Damit könnte man sicher auch eine ganze Menge erreichen, sicher so manchen Infekt kupieren, also dass er schneller zu Ende geht oder nicht mit so starken Symptomen auftritt. Und jetzt noch ein Wort an meine Kollegen, und das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig. Die Kollegen opfern sich auf, die Schwestern, die Ärzte, die Pfleger, alle, und machen alles, was moderne Technik bereithält, bis zur Beatmung und auch Remdesivir und Cortison. Und ich will jetzt hier überhaupt gar nichts dagegen sagen, aber wir wissen, es sterben trotzdem so viele oder stationäre Patienten gelangen so oft auf die Intensivstation. Warum denn nicht noch ein kleines bisschen dazu geben? Wir sind doch jetzt in einer riesigen Notlage, dass wir wieder möglicherweise in einen kompletten Lockdown verfallen. Ich weiß nicht, was noch alles gemacht werden wird. Warum denn nicht nach dem kleinen Strohhalm der Nährstoffe greifen? Also alle Dinge, die ich eben gesagt habe, würde ich auch im Krankenhaus stationär unbedingt machen wollen. Aber wenn das nicht geht oder nicht gewünscht wird, dann bitte doch zumindest Vitamin D. Dann greift doch bitte direkt nach dem Vitamin D-Strohhalm. Und Zuschauer dieses Videos, wenn Sie Ärzte, Schwestern kennen, Krankenhausmitarbeiter, leitet das an die weiter. Schaut, dass wenigstens dieser Teil, dieses Kapitel auch mal in die Augen und die Ohren von Intensivmedizinern gerät. Vielleicht ist ja der ein oder andere einsichtig und sagt, Mensch, wir haben doch nichts zu verlieren. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich habe mal so ein Programm zusammengestellt, was ich sinnvoll fände. 3 Tage lang 100.000 Einheiten Vitamin D IM als Spritze. Wenn das nicht geht, wenn das nicht vorrätig ist, es gibt solche Spritzen, wenn die nicht besorgt werden können, dann auch 100.000 Einheiten oral, das geht auch. 10 Tage lang 20.000 Einheiten oral und danach mit 5.000 Einheiten täglich weitermachen. Bin ganz sicher, wir könnten damit viel Leid und Not lindern. Ich habe unten in der Videobeschreibung Tropfen verlinkt, die 5.000 Einheiten enthalten. Also mit nur 20 Tropfen käme man zur Not auch auf 100.000 Einheiten. Und das habe ich mir jetzt nicht so aus dem Finger gesogen. Das ist jetzt doch, das habe ich mir schon aus dem Finger gesogen. Das ist jetzt mein individuelles Konzept. Es gibt aber viele ähnliche Konzepte. Bitte schauen Sie doch mal bei vdmeta.com nach. Da gibt es mittlerweile über 140 Studien zu Vitamin D in der Prävention, aber auch in der Behandlung, in der Frühbehandlung, in der Spätbehandlung. Und das sind auch Dosisschemata in den Studien, wo man teilweise 80.000 Einheiten täglich für mehrere Tage hintereinander gegeben hat. Oder wo man einmalig als Booster 300.000 Einheiten Vitamin D IM gegeben hat. Einmal wäre mir viel zu wenig. Man kann auch ruhig 300.000 Einheiten geben und dann macht man oral weiter. Das geht alles. Bitte mit hohen, mit wirklich hohen Dosen starten. Wir können nichts kaputt machen. Natürlich außer wenn eine Hyperkalzämie besteht. Aber in der Klinik hat man natürlich ein Blutbild gemacht und da war natürlich das Kalzium auch dabei. Und wenn das normal war, kann damit überhaupt nichts passieren. Bitte versucht es. Ihr könnt nichts verlieren. Wir können möglicherweise viel Intensivaufenthalte oder auch Todesfälle vermeiden. Ja, damit bin ich auch schon am Ende. Noch ein bisschen Schleichwerbung für meine Bücher. Wer über Omega 3 noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann hier gerne nachlesen. Und in meinem Nährstofftherapiebuch eigentlich für den Therapeuten geschrieben, aber der interessierte Laie kann auch sehr viel damit anfangen, kann man alles von Vitamin A bis Zink erfahren. Ja, damit bin ich auch schon mit dem Video am Ende und bin wieder groß zu sehen. Ja, das ist so mein Appell an jeden Bürger. Er kann dieses Präventivprogramm doch jetzt noch starten. Wir haben jetzt Mitte November. Wir haben in ein paar Wochen haben wir schon relativ gute Spiegel, die uns schon ein bisschen zu schützen vermögen. Und wenn wir doch einen Infekt kriegen, und es muss ja nicht immer Corona sein, dann können wir mit dem Akutprogramm auch eine ganze Menge erreichen.
Und in der Klinik, selbst wenn man mit Krankheit in die Klinik kommt, kann man auch noch viel erreichen. Mein Appell, bitte das umsetzen. Auch an die Politik, hört doch endlich mal auf, nicht mehr vom Immunsystem zu reden oder diejenigen, die es tun, zu diffamieren. Der gleiche Appell geht an die Presse, an die Medien, an die Journalisten. Es geht doch jetzt wirklich um Menschenleben, ja. Hört doch bitte mal auf, Nährstoffe zu diffamieren. Die Studien sind da. Wir sind alles keine alternativen Esoteriker. Wir haben eine rationale Grundlage, warum wir mit diesen Nährstoffen arbeiten. Schaut euch die Studien an, nehmt mit mir persönlich Kontakt auf oder probiert es einfach so, wie ich es hier in diesen Folien vorgeschlagen habe. Mein dringender Appell, jeder Bürger kann etwas tun, jeder Journalist, jeder Arzt. Bitte, in diesem Winter brauchen wir das unbedingt, ja. Wer diese Nährstoffe, ich habe hier bewusst in diesem Video keine Nährstoffwerbung für Einzelpräparate gemacht, aber wer das wissen möchte, kann in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich das alles einzeln oder auch in einem Paket nochmal für Sie aufgeführt. Viel, viel Erfolg. Bleiben Sie gesund.